Hallo, ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Tops TV. Heute möchte ich euch aus meiner Spielebibliothek von A bis Z vorstellen, The Blob 2 auf der Xbox 360. Also, habt ihr Bock auf ein bisschen Farbe rumklecksen? Dann bleibt dran, bis gleich! So, da sind wir auch schon wieder. Ging ja auch recht zügig, oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall starten wir die 30 Minuten jetzt und das mit Game Sound. Yeah, groovy! Okay, wir wollen auf normal spielen. Gemütlich machen. Quatsch, bitte speichern automatisch. Ja, Diplo Party, Upgrades, Option extra. Wir spielen auf der Paradiesinsel. Uiuiui. Der perfekte Urlaubsort, berühmt für seine natürlichen Farbfälle. Okay. Da nichts wie Randa. So, da sind wir. Also müssen wir wieder das Land vor dem bösen Farbregime retten. Also, Genosse Schwarz hat eine Bruchlandung hingelegt. Das ist ein beliebtes Urlaubsziel. Ich hoffe, er hat es nicht ruiniert. Schlimmster Urlaub aller Zeiten. Okay. Oh, hier kann man so nebenbei rumklecksen. Starttaste drücken. Okay. Pinky. Oh, sie kann Dinge abschließen und mit und Blob helfen. Okay. Wir sind aber Blob alleine. Da sind wir. Blob. Ein Held, geheimnisumwoben und gefährt mit einer unbestimmbaren und rebellischen Gesinnung. Okay. Benutze die Kamerasteuerung, um den bestmöglichen Ausblick zu bekommen. Benutze R, um die Kamera zu drehen. Sobald es Zeit wird, weiterzuziehen, drückst du LB, um die Kamera hinter dich zu bringen. Benutze L, um dich zu bewegen. Gute Landung, Blob!
Der Professor rechnet damit, dass unser alter Feind Genosse Schwarz sich hier auf der Paradiesinsel versteckt. Dieser Ort ist berühmt für seine natürlichen Farbquellen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Der Farbbach dort ist ausgetrocknet. Sammel diese glänzenden Farbatome, dann werfe ich eine Transformationsmaschine an und bring das in Ordnung. Aufgabenziele erscheinen links oben in deinem HUD. Gehe dorthin. Neu. Dann her mit euren Farbatomen. So. Drücke A, um zu springen. Machen wir sofort. Ist hier noch was? Nein. Okay. Da können wir springen. Oh, hier. Bunte Farbatome. Das war es, was wir gebraucht haben, Blob. Hier ist die Transformationsmaschine. Halte LT gedrückt, um die Transformationsmaschine anzuvisieren. Drücke A, um sie zu zerstampfen. Gut gemacht, Blob. Du hast wieder Farbe in den Pool gebracht. Das reißt die Mauern ein. Deswegen war der Strom blockiert. Genosse Schwarz war hier. Er muss ja alles durcheinander gebracht haben. Okay. Lass uns diesen flüchtigen Kriminellen ausspüren und ihn ein für alle Mal einfärben. Das ist eine gute Idee. So, hier war kein Bonus mehr, den wir erreichen konnten. Dann... Oh, irgendwas hat er hier angesammelt. Okay. Dann nehmen wir die Farbkristalle mit Farblanche. Das können wir hier oben dann noch machen. Nein. Jawohl, eine Karte. Ich wusste es. Irgendein Geheimnis ist hier. Kann ich hier noch was machen? Nee. Schade. Hier oben nochmal gucken. Da war auch nichts mehr. Nein. So, dann können wir hier rüber. Wir müssen hier rüber, zur nächsten Insel. Wasser entfärbt dich. Keine Sorge, ich glaube, ich sehe da drüben ein bisschen Farbe. Oh, genau wie ich vermutet hatte. Diese Hütten wurden gebleicht. Und das ist Tinte. Schwimm da nicht herum, sonst vergiftest du dich. Alles, was du anmalst, kostet dich Farbpunkte. Los, holen wir uns welche. Roll in diesen Pool und mal diese Hütten violett an. Malen steigert die Farbenergie. Dann können wir noch eine Transformationsmaschine aufstellen. Alter, was ist denn los mit mir? Pack's an, Blob. Okay. Jawohl. Und transformiert. Weg mit ihm. Jawohl, ein goldener Blob. Nice. Nur was? Na, eine Karte, geil. 2 von 100 schon eingesammelt. Herrlich. Nein, jetzt bin ich über Wasser.
gedengelt. Okay, wir müssen dann wahrscheinlich hier wieder runter. Und die rote Tinte gleich holen. Da liegt noch mehr Tinte im Weg. Wir brauchen noch eine Transformationsmaschine. Also los, lass uns noch was anmalen. Wir kriegen mehr Farbenergie, wenn wir die Gebäude in ihren ursprünglichen Farben anmalen. Diese Inselhütten waren mal blau und rot. Mal jeden Block in der richtigen Farbe an. Jedes Gebäude blinkt in der Farbe, die du verwenden sollst. Okay. Yes. Dann nehmen wir noch hier rot. Ja, das rockt! Benutze deinen Kompass, um weitere Aufgaben zu finden. Drücke Y, um den Kompass aufzurufen. Okay. Das sagt, wir sollen in diese Richtung. Dann machen wir das mal. Die Hütten sehen jetzt toll aus, aber ich weiß eine Möglichkeit, wie sie noch schöner werden. Mustersammelobjekte für jedem Gebäude, das du anmalst, coole Strukturen hinzu. Jedes Muster bietet eine andere Struktur. Je mehr du also sammelst, desto flippiger wird es. Schnapp dir dieses Mustersammelobjekt und lass uns mal sehen, was daraus wird. Okay. Muster. Jedes Muster zaubert eine coole Struktur auf alle Gebäude, die du bemalst. Sammle alle Muster, um deine Endpunktzahl zu verbessern. Lass uns anfangen, Muster zu benutzen. Male eine Hütte rot und eine andere blau an. Okay, die müssen wir rot anmalen. Dann holen wir uns blaue Tinte. Und springen da wieder hoch. Nein. Blaue Tinte. Kamerasteuerung so ätzend, ey. Aber egal, das kriegen wir nicht hin. Was geht zum Wasser? Wo ist Wasser? Wo ist Wasser? Da. Huiui. So. Da war das Wasser auch. Okay. Na, jetzt müssen wir wieder blaues Gedönse holen. Gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Weil wenn ich auf die Hütte da springe, ist so nämlich nicht mal rot. So, jetzt aber. Weiter so! Jetzt haben wir coole Muster gemacht. Wir sind bereit, lass uns die Tinte aus dem Weg transformieren. Na gut, wo war das Ding? Da. Weg ist er! Bang! Sehr schön. Irgendwo da drüben muss Genosse Schwarz sein. Dort sieht es sehr grau und unfreundlich aus. Wir müssen ihn finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Los geht's! Okay. Die Leute sind hier Graulinge. Das ist nicht das erste Mal, dass wir so etwas sehen. Genosse Schwarz übernimmt das Kommando und zwingt die Leute für den Rest ihres Lebens Anzüge zu tragen. Verpasst den armen Typ mal ein bisschen Farbe und hol sie aus ihren Schalen. Ein Grauling. Färbe die Graulinge ein, um sie zu retten und verdiene dir deine Befreiungsauszeichnung. Und ausgeflutscht. So, wann darf Meister Blob wieder? So, so. Okay.
danke, dass du uns gerettet hast. Wir kamen hierher, um Urlaub zu machen, aber dieser fiese kleine Typ hat uns reingelegt und wir mussten für ihn arbeiten. Die anderen sind immer noch in diesen grauen Strandhütten. Bitte mal die Hütten rot, grün und violett an. Wenn sie deine Musik hören, werden sie alle rauskommen. Na, das sollten wir doch irgendwie schaffen. So. Blau, violett. Wir müssen hier hoch. Mal da hinten nicht violett. Nein. Ah doch, richtig. So, das tanzen wir schon mal violett ein. Die Graulinge sind befreit, jetzt brauchen sie noch Farbe. Yes, jetzt holen wir uns grüne Farbe. Yes, haben wir das geschafft. Hier noch ein paar Graulinge. Oh Mist, da haben wir noch ein lila Stückchen vergessen. Aber das schnappen wir uns. So. Alle sind rausgekommen, aber sie sitzen noch immer in ihren Anzügen fest. Mal sie alle an, um sie zu befreien. Du bekommst einen Zeitbonus für die Gruppe Graulinge, die du befreist. Da war noch eine Uhr. Welche Farbe wollt ihr denn? Oder ist das wurscht? Komm ich denn da hoch? Wieso springt er so zäh? Wo sind sie? Da sind sie. Okay. So, haben wir die Graulinge jetzt. Da oben ist noch was. Oh, da kommen wir gar nicht hin, oder? Da sind noch Graulinge. Jawoll! Super! Haben alle. Nein! Wieder falsch gesprungen. So muss das, die Atome einsammeln. Juhu! Das ist mein Muster. Da sind auch noch Atome. Und eine Karte! Yes, das geht ja ab hier. Und noch ein bunter. So, jetzt müssen wir zum Fragezeichen da hinten hin. Jawohl! Ich habe das Gefühl, Genosse Schwarz plant was Großes blockt. Du wirst ein bisschen Inspiration brauchen, wenn wir ihn schlagen wollen. Wo wir gerade dabei sind, direkt hinter mir liegt ein Inspirationsextrakt. Durch das Einsammeln der Inspiration wirst du neue Ideen bekommen und kannst dich selber upgraden. Komm, hol's dir! Inspiration macht dich kaputt.
clever. Sammel Inspiration und gib sie aus, um Blob zu verbessern. Hammer. Ich gehe weiter vor und erkunde den Wasserfall. Triff dich dort, wenn du soweit bist. So, wo können wir jetzt Upgrades machen, weiterspielen? Ah ne, du musst irgendwo... Stimmt irgendwo hin. Oh, da ist noch ein Upgrade-Ding. Da ist auch noch einer. Jawohl. Nein. Zum Glück, da haben wir noch Muster gefunden. Dann sammeln wir gleich mal Gelb ein. So, alle Bäume sind abgestorben. Tinte fließt von oben vom Plateau herab. Wir müssen da hoch. Ich glaube, der Weg führt durch diese Höhle. Male die Bäume an und steigere die natürliche Farbenergie, damit wir uns unseren Weg durch den Berg transformieren können. Okay. Und noch ein Baum. Jawohl! Damit zerstören wir den Stein. Transformationsmaschine bereit. Lasst uns die Höhle aufspringen, damit wir unseren Weg durch den Berg fortsetzen können. Jawohl, erstmal nehmen wir die gute alte Zeit mit. Bam, weg ist er. Und wir haben den Weg durch den Berg. Ein Plateau öffnet sich, hervorragend. So, ab durch den Berg. Diese Höhle wird uns durch den Berg bringen. Wir müssen Genosse Schwarz finden. Oh Gott, Wasser. Die Sturmattacke ist eine Sonderfertigkeit, die dich 80 Farbpunkte kostet. Drücke RT, um dich sofort auf die maximalen Farbpunkte zu vergrößern. Okay. Halte E gedrückt, um die Wand auszuwählen. Drücke RT, um die Sturmattacke auszuführen. Okay. Dies ist ein Schalter. Zerstampfe ihn. Mal sehen, was dann passiert. Halte LT gedrückt, um den Schalter anzuwählen. Drücke jetzt A, um ihn zu zerstampfen. Yeah! Okay. Na gut, wir müssen das opfern. Das ist ein Farbschalter. Um einen Farbschalter benutzen zu können, musst du dieselbe Farbe haben. Ziele mit LT und zerstampfe mit A, dann lass uns hier verschwinden. Und dann gehe ich ja wieder in die gleiche Richtung, muss ich dann wieder zurück. Ich muss ja den anderen Pfad nehmen und wieder zerstören. Da müssen wir nämlich lang. Auf diesen Kisten ist das Inc-Firmenlogo. Mach sie platt, Bob. Halte T gedrückt, um sie anzuwählen. Drücke A, um sie zu zerstampfen. Jawoll. Jetzt holen wir uns noch endlich.
orangene Farbenergie. Kommt wieder runter. Ja. Oh nein, die ganze Gegend ist gebleicht worden. Und sie ist mit Tinte überflutet. Dieser Leuchtturm könnte der Schlüssel zum Aufräumen dieser Sauerei sein. Und auch die Möglichkeit, durch das Tor zu kommen. Ich kann ja hier nichts färben. Schade. So, erstmal holen wir... Wow, du hast dein Leben eingesammelt. Sammel so viele wie möglich davon. Ah. So können wir schon mal die Bäume wieder zum Leben bringen. Weiß nicht, ob wir das müssen, aber... Sieht besser aus. Ne? Was sagt ihr? Ich denke, wir müssen auch ein wenig mit Farbenergie leuchten, um den Weg frei zu machen. Mach dich auf den Leuchtturmblock. Nein, ich will erst das Muster haben. So. Dieser Leuchtturm ist gruselig. Wir müssen nach oben klettern. Aber wir haben erstmal volle Farbe. Blopp, wir können die Farbstühle benutzen, um diesen Leuchtturm aufzusteigen. Drücke LT, um einen Fahrstuhl anzuwählen und drücke A, um ihn zu starten. Wenn du bereits auf einem Fahrstuhl stehst, kannst du ihn mit A starten. Versuche es mal. Drücke LT. Jetzt brauchen wir Violett. Roll durch den Farbgeysir. Okay. Ey. Nicht abhauen. So. Da ist der Farbgeysir. Der letzte Schalter ist gelb. Wir sind fast auf dem Gipfel. Komm, bleib stehen. So. Da ist er ja. Gelb. Kann man es aufsaugen? Nee. Du hast es geschafft! Lass uns eine Transformationsmaschine aufstellen und das Licht zurückbringen. Okay. Yes, gut gemacht, Blob. Du hast den Leuchtturm wiederhergestellt. Und das Tor geöffnet. Was für ein wahrer Held. Ich glaube, wir haben das Versteck von Genosse Schwarz gefunden. Los, schnappen wir uns. So, erstmal... Erkunden wir hier noch so ein bisschen. Aber da ist nichts. Aber ein Shop. So, erhöhe Blobs Startleben auf 2. Erhöhe Maximalgröße auf 120. Die Munition von 2 Spielern. Ne, erhöhe die maximale Panzerung. Hm, wie viel haben wir denn? 9. Was können wir denn? Brauchen wir noch nichts. So, dann starten wir mal durch die Tür. Ach, wieso kann ich die nicht anvisieren? Wir brauchen Farbe. Wo kriege ich jetzt Farbe her? Kamera, ey. Macht mich irre.
So. Bis jetzt haben wir es. Das ist gut. Und dann schalten wir die Häuser frei hier. Rollinge! Geil. So. Hier war jetzt nichts, glaube ich. Ey. So. Gehen wir mal rüber. Schau dir mal dieses industrielle Ödland an. Ich kann Reihen von Growling-Arbeiten an den Docks sehen. Sie sehen verwirrt aus. Befreie sie und streich die Lagerhäuser an. Dann werden wir sie fragen, wo Genosse Schwarz ist. Noch mehr Growlinge. So, und wo er genau ist, werden sie uns leider nicht verraten, denn die 30 Minuten sind vorbei, liebe Damen und Herren. Aber ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen über dieses Spiel, was es überhaupt ist, was es sein soll. Und vielleicht habt ihr selber Bock drauf oder sagt, nee, das ist nichts für mich, aber ich wollte es mal ansehen. Dann seid ihr genau hier richtig. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und verpasst meine anderen Videos bitte nicht. Ansonsten viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.